Hallo, ich bin Christoph und ich starte gerade meine Irlandreise. Der Weg führt mich über Brüssel nach England, rüber nach Irland und das Ganze wird auf mehrere Videos aufgeteilt. Die findest du natürlich dann in einer Playlist, also wenn dich das interessiert, bleib gerne dran. Ja, hallo, schön, dass du dran bist. Heute ist Sonntag, der 24. Juli. Und ich bin jetzt gerade in Brüssel. Ich habe gestern meine Reise gestartet, bin von Salzburg eben durchgefahren bis Brüssel rauf. Das war dann doch recht anstrengend. Die 900 Kilometer bei der Hälfte habe ich mir dann schon gedacht, eigentlich freut es mich gar nicht mehr. Aber ich habe dann doch nochmal einen Motivationsschub gekriegt und das letzte Stück ist dann sehr gut gegangen. Bin jetzt eben in Brüssel und werde mir heute die Stadt anschauen. Was da alles so gibt und was ich mir anschaue, das seht ihr dann gleich. Ja, hallo, es ist jetzt ca. 5 Uhr nachmittags und ich habe eine Schnelltour durch Brüssel gemacht. Das heißt, in der Früh bin ich gleich einmal zum Atonium gegangen und habe mir dort die Führung angeschaut. Ist auf jeden Fall ein Must-See, wenn man in Brüssel ist, denke ich. Innen, ja, ist jetzt nicht ganz so aufregend. Es ist schon schön hergerichtet und es gibt ein bisschen Information drüber. Aber unten im Shop habe ich dann die Schlümpfe gesehen. Ich habe mir gedacht, warum stellen die hier in Brüssel die Schlümpfe aus? Und habe dann kurz googelt und ja, die Schlümpfe kommen eben aus Brüssel, weil es ja hier eine richtige Comic-Kultur gibt. Eben Asterix und Obelix, Lucky Luke, Tim und Struppi. Und ja, habe ich gesehen, dass da eben eine Comic-Ausstellung gibt oder Museum, das MOVE. Und das ist ein Privatmuseum mit vielen Figuren, Comic-Figuren. Ja, also bin ich dann noch durch die Altstadt marschiert, den großen Markt angeschaut. Ja, eigentlich richtig viel gesehen. Natürlich belgische Pommes und Waffeln schon gegessen. Also die Must-See bin ich durch. Jetzt bin ich da gerade beim Ballentarium. Aber das hat Sonntag eben nicht die Führung, die große. Es ist oben eine kleine Ausstellung mit den WordPress-Fotos. Und dann gibt es noch was nebenbei. Und schauen wir mal. Thank you.
Ja, hallo. Letztens habe ich mich gemeldet vom Parlamentarium und gesagt, da gibt es auch noch etwas anderes zum Anschauen. Das ist eben das Haus der Geschichte. Ich habe da leider nur eine halbe Stunde Zeit gehabt und habe demnach das halt noch relativ schnell durchgehen können. Da sollte man sich auf jeden Fall mehr Zeit lassen, beziehungsweise schauen, dass man früher dort ankommt. Ja, danach bin ich nochmal in die Innenstadt, haben wir den Mannequin Bis angeschaut. Das ist die kleine Figur, die pinkelt. Da habe ich die Geschichte gehört, dass der Junge ein Feuer ausgepinkelt haben soll und deswegen wird er so verehrt. Ja, ist eine kleine Statue, aber gehört eben zu Brüssel dazu. Und dann bin ich nochmal durch die Innenstadt flaniert, haben wir dann nochmal eine Waffel gegönnt. Und ja, dann eben am nächsten Tag bin ich wieder gestartet. Richtung Calais in Frankreich, bin dann mit dem Eurotunnel gefahren, weil ich mir gedacht habe, ja, Fähre habe ich sowieso noch, bin ich schon gefahren, schauen wir sich mal den Eurotunnel an. Ist gar nicht so schlecht gemacht eigentlich. Ja, also ich bin einmal angekommen, war pünktlich dort, es steht, dass man eine Stunde früher dort sein soll, aber nicht früher als 2 Stunden ankommen soll. Hab das Ticket gezogen, bin dann rein zum Info, hab mal nachgefragt, wo sie gemeint haben, ja, hat Zug hat eine Verspätung, ich soll am Terminal schauen. Hat dann eben laut Terminal eine halbe Stunde Verspätung gehabt. Das heißt, ich habe dann noch was gegessen, bin dann eben dann langsam los durch die Passkontrolle, hat es aber ziemlich lang gedauert. Ja, weil England ja nicht mehr EU. Und ja, das heißt, ich bin eigentlich nicht einmal pünktlich zu dem Zug gekommen, den ich geplant hätte, aber anscheinend ist das eh völlig egal. Wenn ich gleich zum Zug gefahren wäre, wäre ich wahrscheinlich mit einem früheren gefahren, weil es hat dann eigentlich keiner kontrolliert, was ich da wirklich gebucht habe. Im Zug stellt man die Motorräder quer zur Fahrtrichtung und die ist halt so am Seitenständer gestanden und ich habe der Geschichte irgendwie nicht ganz traut. Ich weiß nicht, wenn der Zug bremst, ob das wirklich sicher steht und habe das dann halt ein bisschen gestützt am Koffer, bin hinten gesessen, am Koffer ein bisschen gegengehalten. Ja, waren dann 3 Motorräder drin mit meinen und eine Tracer ist dann wirklich umgefallen. Also ist nicht viel passiert, es ist der Angstnippel gebrochen gewesen und beim Koffer leicht was gebrochen, aber er hat zumindest weiterfahren können dann. Genau, dann bin ich eben angekommen in Folkestone und bin dann über die Autobahn noch gefahren. Würde ich auch an jeden raten, der mal frisch nach England ankommt, sich ein bisschen an den Linksverkehr zu gewöhnen, finde ich die Autobahn recht gut. Weil da gibt es eben keinen Gegenverkehr und man kann sich damit umspuren, das Auge kann sich ein bisschen dran gewöhnen, also ich finde es gar nicht so schlecht. Und bin dann eben Höhe Stonehenge gefahren, jetzt auf einem Campingplatz am Abend, ist dann doch recht spät worden. Und ja, das ist ein richtig netter Campingplatz, ein kleiner, also da hinten mit Schafweide und ich habe da einen richtig schönen Spot unter dem Baum mit dem Motorrad. Ja, heute geht es dann eben Besichtigung Stonehenge und dann rauf zum Holyhead und von dort geht dann morgen die Fähre in der Früh gleich los Richtung Dublin. Ja, und ich melde mich dann wieder. Ja, hallo, da melde ich mich dann wieder. Und zwar war ich in der Früh dann bei Stonehenge. Ja, da war ich circa um 11 Uhr dort. Ich bin dann zu Fuß eben rübergegangen, da geht man circa 1/4 Stunde. Und haben wir dort dann auch Zeit lassen. Stonehenge, das ist so eine ganz eigene Stimmung, wenn man dort ist, auch wenn ringsum viele Touristen waren.
die eigentlich dann großteils nur zum Fotoschießen hinfahren und dann gleich wieder weiter. Aber die Stimmung habe ich dann ganz schon besonders gefunden. Ja, dann bin ich eben um 1 circa wieder losgefahren, bin jetzt dann circa 410 Kilometer gefahren. Das heißt, ich habe es jetzt nicht ganz nach Holyhead geschafft, weil es dann von der Zeit mein Campingplatz nicht mehr ausgegangen wäre. Das heißt, ich habe mir dann einfach geschaut, dass ich einen Campingplatz früher finde, wo ich dann noch circa eine Stunde zum Fahren gehabt hätte mehr. In der Früh hätte ich einen gefunden, der war dann leider ausgebucht. Der nächste am Weg, der war dann eben zu. Und jetzt bin ich da bei einem Bauern, der an der Tür eine Box hängen hat zum Zahlen. Und ja, da bin ich jetzt eben froh, dass ich eigentlich mein Essen dabei habe. Das heißt, ich bin komplett versorgt und ich melde mich da aus dem Zelt, weil draußen ein Geschwader an Fliegen ist. Sobald man da rausgeht, wollen ja dann, glaube ich, zusammenfressen. Das heißt, ja, bin ich froh, dass ich auch mein großes Zelt habe, so dass ich da reinsitzen kann und da Ruhe vor die Fliegen habe. Vom Fahren her bin ich über Landstraße jetzt gefahren, weil Autobahn hatte ich jetzt genug die letzten Tage. Und ich muss sagen, also Nordwales hinein ist dann richtig schön geworden. Also am Anfang so ähnlich wie das Auenland von den Hobbits, wie man sich es vorstellt. Also das sind so richtig schöne grüne Hügel mit den Schafweiden und den Steinmauern gesäumt, auch kurvig. Das Einzige, dass da schon die untergehende Sonne war. Das heißt, teilweise hat man nichts gesehen, wenn man wieder in den Schatten reingefahren ist. Also hat man dann wieder aufpassen müssen mit den Kurven. Aber das ist auf jeden Fall von England, meiner Meinung nach, war das jetzt das schönste Stück, was ich gesehen habe, Nordwales. Genau, also morgen habe ich da jetzt noch eine Dreiviertelstunde zum Fahren in der Früh. Die Fähre geht um 9, das heißt um 8 ist spätester Termin, dass man einchecken soll. Das heißt, 6:30, 7:15 sollte ich starten, so dass sich das noch schön ausgeht. Also heißt jetzt da schnell ins Bett und schauen, dass ich morgen fit loskomme. Hallo, wie man sieht, habe ich es rechtzeitig auf die Fähre geschafft, bin rechtzeitig in der Früh rausgekommen. Die Nacht war ein bisschen frisch mit 1 Grad, haben wir schon gedacht, ob der Schlafsack nicht so gut ist, weil es doch eben kühl war, aber ja, in der Früh hat es dann immer 1 Grad gehabt, also alles okay, nächstes Mal muss ich einfach ein bisschen mehr anziehen, dann passt das schon. Und ja, bin jetzt auf der Fähre. Die Fahrt von North Wales war jetzt in der Früh besser, weil natürlich mit der Sonne. Straßen sind einfach ein Traum, schwingen sich schön leicht und ja, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Nordwales kommt her. Ich melde mich dann auf jeden Fall wieder von Irland.